guten Abend da draußen. Was jetzt sieht, wer von euch auf YouTube gerade das Video gesehen hat, die Post war da. Dann ich erst gerade hochgeladen und das Simon ist bei mir eingetroffen und Vapor Friends beginnt gleich und die möchten bei der Vapor Friends dämpfen. Das heißt, wir haben jetzt einen straffen Zeittermin. Ich muss gucken, dass ich den jetzt zum Laufen kriege. Wir haben jetzt 18 Uhr, 20 Uhr gegangen die Vapor Friends los. Dann haben wir eigentlich gar nicht so viel Zeit zum Verlieren. Und was ich machen möchte, ich möchte das Gerät eigentlich komplett mit dem Lieferumfang zum Laufen kriegen. Das Einzige, was ich dazu brauche, ist eigentlich ein Akkuträger. Der Rest ist tatsächlich dabei, selbst Liquid ist dabei. Aber da werde ich auch mein eigenes verwenden. Aber ansonsten, Werkzeug, Watte, egal was ich brauche, entnehme ich alles komplett aus dem Lieferumfang, weil das finde ich echt mega, mega gut. Man kauft sich das Gerät als Anfänger, hat keine Ahnung, was man braucht und es ist alles halt einfach dabei. Das Einzige, was man braucht, ist ein Akkuträger. DL oder MTL? Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich würde mich MTL fast mehr interessieren, aber da ich den heute Abend dämpfen möchte, würde ich den jetzt erstmal DL wickeln. Wir schwätzen gar nicht lang. Wir schalten auf den Tisch und dann packt man das mal aus, was man braucht. Also was man definitiv braucht, ist der Verdampfer selber. Das richtige Deck, was ich dazu brauche, ist da drin. Riecher dort wird der Verdampfer nach nichts. Das heißt, ihr müsst dann jetzt nicht erst ins Ultraschallbad oder so einlegen. Auf das gleich mal auf den Akkuträger drauf. Und da wartet auf jeden Fall mehrere Streams oder mehrere Videos dazu folgen, weil ihr habt dann noch ein anderes Tankschild. Jetzt kann ich es ja wieder normal heben. Ein anderes Tankschild habe ich noch dazu. Mein Trip-Tipp, das kann man auch so nebenher noch wechseln. Und was ich dazu noch habe, ist das Coil-Deck. Das heißt, ich kann den dann tatsächlich auch mit Coils ausprobieren. Aber jetzt als allererstes würde ich sagen, wir machen den jetzt ganz normal DL-Start klar. Mit Mesh. Mit dem mitgelieferten Werkzeug. Das brauchen wir. Dann brauche ich die Watte. Und dann brauche ich Mesh. DL-Mesh. Das sieht man auch, es gibt dann DL und MTL Mesh, was da im Lieferumfang schon dabei ist. MTL Mesh ist einfach halt etwas schmaler. Vom DL Mesh brauche ich dann einen Streifen und selbst ein Liquid ist dabei. Nobody Knows. Ein sehr gutes Liquid sogar, also ich habe das schon mal vorgestellt auf meinem Kanal, das schmeckt echt richtig gut. Wenn ihr ja das Aroma Review Video mal anschaut. Aber das wird jetzt hier nicht reinkippen, sondern ich mache eins, wo ich kenne, die Nummer 3 von 365 Choice, damit ich den Geschmack noch halt einfach besser beurteilen kann. Weil das ein Aroma halt einfach ist, wo ich jetzt öfters dann irgendwie in Verwendung habe. So, dann holen wir mal gleich einen Meshstreifer raus. Das ist richtig schlecht, wenn ich da eine Pinzette dazu hätte, dass ich das auch so überheben kann. So im Lieferumfang sind normalerweise, ich glaube, nicht so viele Meshtreiber. Aber der Günther, der hat mir jetzt da separat noch welche beigelegt. Weil er wahrscheinlich auch weiß, dass ich jetzt da einfach mehr ausprobieren wird und dann auch einen höheren Bedarf haben. So, was jetzt in der Verpackung da drin ist, das sind die ganzen Ohrringe, das Liquid und
die MTL Cap. Das ist das Ersatzglas, das brauchen wir jetzt aber vorerst mal nicht. Dann legen wir mal die Garantiekarte und alles auch mit rein. Übrigens, ich habe die Seriennummer 72, mein Geburtsjahr, habe ich mir schon ja ziemlich rechtzeitig bestellt. Da haben eigentlich die wenigsten gewusst, dass der Simo groß kommen wird. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt einen Schlitzschraubenzieher. Ja, gesagt, ich mache jetzt komplett alles mit dem mitgelieferten Werkzeug. Das Werkzeug hier ist dabei. Da können wir dahinter den Stopfer einfach rausziehen. Das sind dann vier so Pins dabei und wir brauchen den Schlitz. Den hier. Die andere drei, die können wir, da sie in verloren gegangen, auch gleich wieder hinter in den Schaft reinschmeißen. Oh, anscheinend hast du jetzt auch den Seamog. Ich dampfe ihn jetzt schon ein paar Tage. Oh, echt? Ich habe meinen offensichtlich zu früh bestellt. Das Problem bei mir ist, die Nummer 72, die hat einen Produktionsfehler-Kit von der Gravur. Deswegen hat der Günther die Nummer 72 nochmal zurückschicken müssen und dann ist das die Base nochmal neu entfertigt worden mit der Nummer 72. Deswegen hat sich das leider bei mir jetzt etwas verzögert. So, Mesh haben wir hier. Man kann das im Prinzip schon mal grob vorformen und da würde ich das gerade auch mit dem Schraubenzieher machen. Einfach da immer rumheben, dass wir dann schon mal grob die Form haben. Und wenn man jetzt so wie hier sieht, dass da ein paar Drähtle abstandet, dann würde ich das einfach von vorne weg schon mal wegzupfen. Rein optisch gefällt mir das hier mal auch. Also hier konnten ja tatsächlich schon mal Probedampfer beim Günther in Heimertingen. Und was mir halt echt sehr gut gefallen hat, ist, dass der Mesh, also für Mesh war der Dampf recht warm. Und da vermute ich halt einfach das kuchige Aroma oder so. Vanille und halt verschiedene Sachen, also nicht Früchte, dass die dann halt einfach besser kommen, weil normalerweise kommt ein Meshverdampfer ein relativ kühler Dampf raus und das, mehr, keine Ahnung, das ist eigentlich mehr für fruchtige Sachen dann geeignet und auch das, dass hier der Mesh einen etwas wärmeren Dampf hat und die jetzt halt einfach, dass mir die andere Aromen dann halt auch etwas besser qualle wird. So, jetzt lege ich das mal grob rein, dass wir das mal ausglühen können. Also da hätten wir jetzt zum Beispiel grundsätzlich keine Schlitzschraube. Ich bin jetzt eher der Freund von
von innen sechskant, also von innen durch Schraube. So, jetzt gucken wir mal, was die Box sagt, was für ein Widerstand das mir hat. Ein Widerstand von 0,11 Ohm. Und zum Ausklären Mesh 50 Watt ist zu viel. Wir müssen mit der Leistung jetzt runtergehen. Sehr weit runter. Da wird jetzt mal so ca. 15 Watt Anpeiler. Oder 12 Watt gerade auch. Und was ihr beim Ausklären, wenn ihr den habt, eventuell auch machen solltet. Man sieht ja hier, dass die Feder das Kunststoffteil relativ hoch drückt. Und jetzt kommt es natürlich hier an der Seite dem Mesh ziemlich nah und dann kann es sein, dass das eventuell beim Ausglüher Schmilze anfängt. Das ist, glaube ich, beim Obi basiert. Deswegen drückt mit dem Schraubenzieher diese Platte einfach ein bisschen runter. Weil ausstreichen braucht man ja nichts. Und dann können wir das Ganze auch ausglühen. Und dann immer pulsierend ausglühen. Nie irgendwie Vollgas und draufbleiben, das sieht man. Das verfärbt sich schon. Und so richtig ausglühen braucht man eigentlich jetzt auch, weil es gibt ja keine Hotspots, was mir halt damit erreicht. Durch das Ausglühen ist, dass wenn jetzt irgendwie von den Fingern Reste drauf sind, dass man das rausbrennt. Ja, und dann kann ich jetzt auch gleich hergehen und kann den Keil noch mal ein bisschen die Form hinbiegen, dass das ein schöner Radius gibt. Sieht so einigermaßen gut aus. Schlitz ist total unüblich. Ja, das sind viele. Vielleicht die beim Ausglühen das mittlere Teil nach unten drücken. Habe ich gemacht. So, jetzt müssen wir eine Seite wieder losschrauben. Weil wir haben ja hier jetzt ein richtiger Mesh drin und keine Blättchen. Also wir müssen jetzt, wenn wir die Watte einlegen möchtet, die können wir hier nicht durchziehen. Müssen wir jetzt das den Mesh von einer Seite wieder rausholen, auf Seite biegen. Dann nehmen wir jetzt das mitgelieferte Mesh. Und die Schrauben könnt ihr ganz nach außen drehen, um zu wechseln. Da muss ich noch einmal gucken, es sind Schraube im Lieferumfang dabei, aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur diese Schraube sind oder ob das, also die hier, das sind jetzt ja, die kann man eigentlich gerade auch noch ein bisschen anziehen, dass die rausfliegt, sind ziemlich locker. Also ich weiß nicht, ob man die Schraube irgendwie anziehen kann oder ob ich die jetzt einfach dann durchdrehe auf die andere Seite. So, jetzt legen wir mal die Watte ein. Ich wollte eigentlich versuchen, ob ich damit eventuell zweimal wickeln kann, aber ich glaube, das ist gar nicht so viel Watte, dass es mir für zweimal reicht. Wenn man jetzt hier den Weg anschaut und hier, ist darunter
kommt da richtig, richtig viel Watte rein. Ich bin jetzt mal ein Watteverschwender und mache das jetzt einfach so. Dreh mir die Watte im Prinzip jetzt rein, dass sie hier den Coil einlegen können, den Mesh. Muss jetzt doch echt mit ziemlich Druck den Mesh runterdrücken. Da spüre ich dann auch die Federkraft, also ich muss gegen die Feder drücken und das Ganze jetzt wieder zuschrauben. Dann ziehen wir jetzt alle Schrauben nochmal nach. So, und theoretisch die Watte einfach gerade abschneiden und nach unten legen. Ohne groß auszudünnen oder irgendwas zu tun. Was man sagen kann, hier ist jetzt echt ein halbes Schaf drin. Nur die andere Seite, wo die Schnittkante ist, das tue ich ein bisschen ausfranzen. Man sieht hier, dass das so etwas verpresst ist vom. Und der Schere. Oh, wo ist Lothar? Die haben noch gar nicht gelesen. So, also Watte ist jetzt echt richtig, richtig viel drin. Das sieht man jetzt so auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn man das jetzt so von der Seite sieht, ja doch, das müsste eigentlich für euch auch gut rüberkommen. Also, da ist echt verdammt viel Watte drin. So, und da hat er gesagt, die macht die 365 Joules Nummer 3 rein. Dann machen wir jetzt auch erstmal die Watte nass. Die Watte nass machen wird jetzt wahrscheinlich etwas länger dauern, weil halt extrem viel Watte drin ist.
Wie? Mein Nachbar macht Krach. Höre dir das? So, beim Matten erstmal habe ich jetzt hier ein bisschen gesuckelt. Nicht so schlimm, somit ist der O-Ring dann auch schon etwas leicht angefeuchtet. Und das mit der Topcap weiß jetzt hier eigentlich noch nicht allzu viel. Auf jeden Fall sind jetzt die Airflow-Löcher zu. Die muss jetzt natürlich erstmal aufdrehen. Wir können jetzt die unterste Reihe aufmachen. Und jetzt ist komplett alles auf. Jetzt kann ich von der anderen Seite kann ich sagen, okay, mach zwei, drei Spalten zu. Und ich würde sagen, den mache ich jetzt mal komplett auf. Dann ist der Airflow auf beide Seiten komplett auf. Gucken wir mal, wo ist denn das Befüllloch? Hier. So muss es noch auf jeden Fall drauf, dass ich befüllen kann. Und die können das Ganze hier dann nachher einfach drehen. Das rastet dann immer ein. Wir können das jetzt auch echt komplett im Kreis rumdrehen. Jetzt komme ich auf jeden Fall zum Befüller hin. Und dann befüllen wir das Ganze jetzt einmal. Dann sehen wir auch gleich, ob man Sauerei macht oder ob das mit Gorilla-Flasche gut funktioniert. Mit steigt. So. Tank ist voll und ich habe eigentlich keine Sauerei, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt müssen wir mal von oben gucken. Der Mesh, der liegt so rum drin und so muss die Luft kommen. Also hier muss die Airflow ein Raster weiter rüber drehen und haben jetzt die Airflow direkt ausgerichtet auf die Coil. Dann sollte das Ganze funktionieren. Da ist jetzt natürlich 12 Watt zum Dampfer ein bisschen wenig. Da kann ich jetzt hier mal auf, ja, 50 Watt dürfte eigentlich ein guter Wort sein. Ein schönes Rauschen. Watt ist mir jetzt tatsächlich ein bisschen zu wenig. Das Aroma kommt zwar jetzt vom Geschmack her schon richtig intensiv rüber, aber ich teste es jetzt einfach mal gleich mit 80 Watt. Entweder ist 80 Watt definitiv jetzt zu viel. Also ich würde sagen, 80 Watt gefällt mir eigentlich richtig gut. Aber dann merkt man, die Base hier oben wird etwas warm. Und gehe jetzt mal auf 60, 65 Watt runter, wie es der Lothar gerade im Chat reingeschrieben hat. Weil der Geschmack hat sie eigentlich jetzt von 50 Watt auf 80 Watt vom Aroma selber her nicht verändert, nur der Dampf ist warmer geworden. Ein richtig, richtig schöner, dicker Dampf kommt auf jeden Fall raus. Kamera fokussiert mir ja schon gar nicht mehr. Da, wo ist Hey Grossi? Also erster Eindruck,
echt ziemlich gut und ich finde die Kombi, die passt auf diesen Akkuträger richtig gut drauf. Von oben her kein Überstand. Also das ist ja die, wie heißt die, Revanche 220 von Wismec. Typisch Mesh kommt halt das Aroma etwas anders zur Geltung, als wie ich es eigentlich kenne. Das Culata ist ein bisschen zurückhaltender. Also hier habe ich ja das gleiche Aroma drin, da ist das Culata definitiv etwas aggressiver. Culata ist mit Mesh etwas zurückhaltender. Und der Geschmack von dem Aroma kommt definitiv klarer rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das erklären soll. Also die Geschmäcker sind leichter zum Wiedererkennen, sage ich jetzt einfach mal. Einfach klarer. Ja, yep, voll normal, ist auch kühler der Dampf. Und das ist ja gerade beim Seamog eigentlich der Vorteil. Der Dampf, der ist tatsächlich nur etwas kühler als wie mit Coil. Aber für das, dass es Mesh ist, ist der Dampf eigentlich relativ warm. Und so guter Geschmack. Jetzt gehe ich aber mal her und versuche mal die Airflow jetzt mal die obere zwei Reihe zu, dass jetzt nur die unterste Reihe auf ist. Dann gucken wir mal, ob das noch DL tauglich ist. Da wird jetzt der Dampf richtig, richtig warm. Dass in dem Fall, wenn jetzt die oberste 2 Airflow-Reihe zumache, dass ich dann Dampf wieder etwas kühler kriege, kann jetzt von der Leistung runtergehen. Vermutlich auf die 50 Watt, wo ich vorher war, wo ich eigentlich den Sweet Punch erreicht hätte. Das probiere ich jetzt einfach mal aus. Mega. Das ist halt das, was der Günther auch damit bezwecken wollte, dass man halt einfach was zum Spielen hat. Und da würde ich sagen, das hat aber erreicht. So, jetzt mal in der oberste Reihe nochmal zwei Löcher auf und lasse dann praktisch nur 6 Löcher hier geschlossen, ein bisschen mehr Luft reinkommt. Da kann ich jetzt echt sagen, für Mesh kommt da ein richtig warmer Dampf raus. Jetzt auch bei 50 Watt, wenn man die Airflow ein bisschen straffer macht. Aber die Top Cap wird dann natürlich auch ziemlich warm. Das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, weil dann kommt weniger Luft durch. Und somit ist dann da drin auch weniger Kühlung. Wenn man das Ganze natürlich jetzt angenehm kühldampfen will, dann einfach mit etwas weniger Leistung die Airflow komplett aufmachen.
dann haben wir so einen kühler Dampf, wie wir es eigentlich kennen vom zum Beispiel Profile Unity. Der hat ja auch so einen richtig kühler Dampf. Also das finde ich schon mal gut, so das Variable, was der Seamog mit sich bringt. So war die dann heute Abend bei der Viper Friends auf jeden Fall weiter Dampfer, und dann werde ich wahrscheinlich morgen das Ganze mal auf MTL umbauen und weiter rum experimentieren. Aber das mal alleine schon durch das Verstellen von der Airflow und mit der Leistung so viel rumspielen kann, finde ich mega. Shibuya Sound, Music, was möchtest du machen? Hallo. Also das finde ich jetzt echt cool, das animiert jetzt einen richtig dazu, mit der Airflow rum zum Spieler. Mal die erste zwei Lochreihe zu, das sind jetzt noch 9 Löcher auf. Was haben die denn über Gläser? RNK 1984, hello. Und. Motocop hat irgendwas geschrieben, wo kommentiert, deswegen mag ich keinen Topkeiler. Ja, weil die Cap, die wird ja in dem Fall nur heiß, wenn du dementsprechend Leistung drauf gibst und die Airflow verengst. Wenn jetzt die Airflow komplett auf ist und du von der Leistung her zu hoch gehst, dann wird die Topcap auch zu warm und dann hast du einen angenehmer, kühler Dampf. Aber dass die Topcap allgemein wärmer wird als wie im Aromameister, das dürfte jedem klar sein, weil die Keule ist ja auch direkt oben an der Cap. Aber mir gefällt das, ein warmer Meshdampf zum haben. Profile Unity, da kriege ich keinen warmen Meshdampf raus, egal wie viel Leistung das ich drauf gebe. Ich dampfe den jetzt zwar auch nur mit 45 Watt, aber da bin ich im Widerstand extrem tief gekommen. Bei 0,07 Ohm. Aber hier kann jetzt auch mit der Leistung hochgegangen auf. Was haben die Fahrerkit? 80 Watt. Und hier mal auch auf 80 Watt. Und der Mesh, der Dampf im Profile Unity, der wird nie so warm. Der wird zwar warmer, aber nicht so warm. Schmeckt schon leicht verkokelt dann. Wird mit der Leistung definitiv wieder runtergegangen. Das ist für der Profile Unity zu viel. Da ist jetzt so viel Nachfluss da wie jetzt am Seamog. So, und jetzt können wir ja mal jetzt können wir mal eins ausprobieren. Jetzt mache ich die Airflow nochmal komplett auf. Und dann nehmen wir mal ein paar richtig tiefe Züge und dann gucken wir uns mal die Watte an, wie nass das die Watte ist. Ob man sich da mit dem Nachfluss Gedanken machen müsste oder nicht.
Bei mir im Büro sieht man jetzt nicht mehr viel. Topcap runter. Also die Wurzel, die Watte ist klatschnass. Also Nachflussprobleme. Nachflussprobleme mit zwei Dochte würde ich sagen, oder mit vier Dochte würde ich sagen, nie. Die Herle ein bisschen auf Seite streichen. Da sieht man da unten, der Start, das liegt mit regelrecht in der Wanne drin. Also Nachflussprobleme würde ich hier jetzt definitiv ausschließen. Mega. So, und dann halt beim, was man beim Draufstecker vielleicht beachten sollte, ist, dass die Airflow praktisch auch von der Seite kommt, dass man schon mal richtig draufschraubt, und dann kann man das ja durch Verdreher rastet das dann nachher immer ein, und dann ist das genau 90 Grad zum Mesh ausgerichtet. Funktioniert echt sehr, sehr gut. Setz den Unity auf den DNA-Box und stell die Einstellung Warmtop höher. So wird der Dampf auch warmer. Ja, der Profile Unity, da kriege ich dann mit dem Nachfluss auch Probleme. Klar könnte man jetzt am Profile Unity natürlich auch hergehen und die Airflow weiter verschließen, dann wird der Dampf auch noch mal ein bisschen warmer. Jetzt so bei fruchtigen Sachen wie jetzt dem hier, würde ich sagen, relativ egal, aber ich glaube halt bei kuchigen Sachen, Vanille oder andere Aromen, da kommt es halt schon ein bisschen drauf an, dass es warmer ist. Der alte Mann bekommt wieder nichts mit. Doch, wie viel? 4 Stück, so wie es im Lieferumfang ausgeliefert war. Ich habe keine Dochte einbaut und ich habe keine Dochte ausbaut. Aber ich meine, irgendjemand hat mal, weiß nicht, was der hier, da war die Dochte nicht vorinstalliert. Hier sind 4 Dochte vorinstalliert. Und der Tank ist schon wieder, der Tank ist schon halb leer. Aber hat, also, ich würde jetzt mal pauschal sagen, wenn jemand sparsam mit Liquid umgehen will, dann sollte er sich den Seamog vielleicht nicht kaufen, der ist durstig. Wie viel hast du noch von der Nummer 3? Ich habe noch ein bisschen was, Markus. Noch ein Drittel von der Flasche. Die Nummer 3, und die, wo sie wissen, kann man kaufen bei Meister Fitz Puff. Da ist 100 Milliliter Aroma dabei. Das kippt man dann praktisch hier rein, füllt es auf mit Base und mit Nikotinshot, und dann hat man 1 Liter Liquid zum relativ vernünftigen Preis. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob man inzwischen kleine Dosen kaufen kann, dass man das mal probieren kann. Weil 1 Liter Aroma blind kaufen, halte ich für sehr vage. Oh Mann, meins ist leer. Sonst, ihr könnt euch alle blind die Nummer 3 kaufen. Wenn ihr es nicht mögt, dann schickt es mir. Ganz einfache Lösung. Gut.
Also zusammengebaut haben wir das Ganze jetzt auf jeden Fall mit dem mitgelieferten Werkzeug. Nach Benutzung dann auch hier hinter wieder reinschmeißen. Und aufräumen. So, und morgen. Morgen werde ich wahrscheinlich dann das Ganze mal MTL testen. Heißt, ihr könntet morgen dann gerne nochmal einschalten. Und Kolde kann ich auch noch. Aber, puh. Weil das Kolde, da bin ich jetzt gerade mal so neugierig drauf. Wen von euch wird eigentlich jetzt alles das Kolde interessieren? Weil da habe ich jetzt eigentlich eher geplant, dass ich das nächste Woche ausprobiere. Was? Ja, oder mir. Die Nummer 3 nach was schmeckt es? Nach tropische Früchte. Aber man kann jetzt bei dem sehr, sehr schlecht die einzelnen Aroma irgendwie zuordnen. Aber ich finde es lecker. Jetzt habe ich so einen kleinen Spritschluck im Haus und Geschmack ist echt gut. Und wo ich halt echt auch neugierig bin, wie lange hält mir die Watte da drin? Wie oft muss ich den neu bewatten? Aber das war die erste Mal Langzeittest rauskriegen und jetzt möchte ich erstmal verschiedene Sachen ausprobieren. Also kann ich da wahrscheinlich heute mal so schnell was sagen. Ich weiß nur, der Günther hat einmal, ich glaube 3 Monate hat er den gedampft, ohne die Watte einmal zu wechseln. Das ist natürlich schon heftig. Das hat jetzt noch nie mit irgendwas erreicht. Superfund, was denn hier los? Servus, Servus Superfan. So, wie viel haben wir jetzt? 7. Dann werde ich jetzt nämlich hier Feierabend machen. Um 20 Uhr heute Vaporfans bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Und natürlich auch hier auf Twitch, wenn irgendjemand nicht auf YouTube kommen möchte. Den Link zu meinem Kanal, den habe ich jetzt gerade in den Chat reingepostet. Der erste Link oben. Würde mich freuen, wenn da ein paar einschaltet von euch. Dann bis später. Tschüss.